Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Königsmacherfreunde zu Majesty Gold HD. So, wie immer machen wir Improved Guards an und gehen auf die Kampagnenkarte. Ja, dumm, 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 wir nähern uns dem Ende des Let's Plays. Wir haben nur noch die zwei Master Missions offen, nämlich Vigil for Fallen Hero und Spires of Death. Und ja, wenn wir die beiden geschafft haben, haben wir alles durch. Wir haben sogar schon die beiden Zusatzmissionen gemacht. Wrath of Qualm, da haben wir uns irgendwie durchgequält mit fast 90 Tagen. Ja, und auch alles andere. Und durch Legendary Heroes haben wir uns durchgecheatet. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen traurig, dass das Let's Play zu Ende geht, weil... Ja, wenn was zu Ende geht, ist es immer irgendwie schade. Auf der anderen Seite bin ich aber langsam ein bisschen froh, weil die letzten Missionen mich doch recht viel Nerven gekostet haben. Ja, das könnten wir uns vielleicht nach den beiden Missionen noch ansehen, die Freestyle-Quests. Einfach mal die Beginner-Quest machen, gucken, was dabei rauskommt. Aber nein, erstmal nicht. Also ja, was ich gerade gesagt habe, die Missionen sind schon heftig geworden. Ich meine, wir hatten vorher schon im südlichen Teil, im Hauptspiel, schwere Missionen. Gerade den Mighty Dragon oder The Day of Reckoning. Aber gerade so heftig wie Legendary Heroes war nix dergleichen. Ich meine, es gab auch andere böse Missionen. Also Expertenmissionen. Jetzt finde ich die nicht mal mehr. Wo sind die Expertenmissionen abgeblieben? Naja, The Siege war eine. Und Darkness Falls. Hä? Waren das die einzigen? Das können doch nicht die einzigen beiden Expertenmissionen gewesen sein. Ah ja, Valley of Serpents. Ja, die war auch noch böse, aber nicht so böse wie andere Missionen. Gut. Wir fangen jetzt mit Vigil for Fallen Hero an, weil das die Mission ist mit den ganzen Restriktionen. Also wir können gar keine Helden ausbilden, weil wir keine Gilden bauen können. Außer wir haben von Anfang an Gilden, was ich bezweifle. Wir werden wahrscheinlich von Anfang an Helden haben, die sehr stark sind, ähnlich wie bei Day of Reckoning. Oder was bei Slay the Mighty Dragon, eins von beidem. Aber auf jeden Fall denke ich mal, dass das so eine Mission ist, verliere einen Held und du kannst neu starten. Deswegen werden wir vielleicht oft neu starten müssen und die erstmal erledigen. Spires of Death stelle ich mir jetzt nicht ganz so stressig vor. Ich stelle sie mir auch schwierig vor, sonst wäre es nicht Master Difficult. Aber da gibt es überhaupt keine Restriktion. Wir müssen nur die Spires zerstören. Wir können alles bauen. Das heißt, wir können uns Zeit lassen. Deswegen will ich die Mission als zweites machen, weil ich heute auch nur eine Stunde Aufnahmesession machen werde. Dann habe ich nämlich wieder meine Folgen zusammen. Hehehe. Ja, also indem ich zwei Aufnahmesessions auf drei aufgeteilt habe. So gibt es auch keine Lücke in den Folgen. Ja, gut. Starten wir einfach mal im Vigil for the Fallen Hero My rein. liege, it pains me to inform you that our realm's most valiant and renowned paladin, Gloria Oathtaker, was slain while questing in the Outlands. There is not one hero or peasant in this village who does not owe their lives to her selfless acts. Your subjects demand the head of whoever or whatever murdered our brave Gloria. Please move quickly and send a small contingent of battle-hardened heroes to the Outlands. This deed cannot go unpunished. Ah ja, weil wir einen Paladin rächen müssen, schicken wir nur eine kleine Kampftruppe. Ja, destroy the abomination that lives in the hills. Ich kann keine Fairgrounds, keine Abodes bauen, keine Magic Bazaars, Outposts, keine Gilden, keine Tempel. Das heißt, mir bleibt die Schmiede, mir bleibt der Marktplatz. Wir bleiben Statuen, Inns und so weiter. Ja, und tatsächlich, ich starte mit einer kleinen Meute an Helden. Lunar
Nord hides our fate in the winds. Pestilence and decay. Und das ist alles, was ich bauen kann. I take the path less traveled. I take the path less traveled. Long live the elves. I take the path less. Your Majesty, a new building is complete. So Sivan. Get ready to rumble. So, das heißt gleich mal die wichtigsten Gebäude. Und da sollte ich schon gleich den Yeti töten. Durazak. Your Majesty, a new building is complete. Tja, ob sich gleich eine gute Idee ist, neu anzufangen. Durazak. Your Majesty, a new building is complete. Das ist die gute Frage. Ich starte gleich neu. I take the path less traveled. So, meine Stadtwachen sind I take da. The path less traveled. Let I help. In the name of the sovereign. Long live the elves. This will be a quick bit of gold. Your Majesty, a new building is complete. Okay, wegen dem Schurken mache ich mir jetzt mal keine Gedanken. Majesty, a newly discovered outpost has agreed to join your kingdom. So, Marketplace und Inn können gebaut werden. Gold, your Majesty. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. Nicht, dass mein Zwerg mithilft beim Bauen. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, your Majesty. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, your marketplace now serves you better. So, den baue ich da unten. Sovereign, your marketplace now serves you better. Majesty, the local blacksmith offers new services. More gold, your Majesty. I know. Bau die beiden Sachen aus. So. Ja, ich weiß nicht, was es dir bringt, meine Skelette zu versteinern. Sovereign, a building has been upgraded. Pestilence and decay. Sovereign, a building has been upgraded. Lunariatus, tax collector. So, Ring of Protection erforschen, hier weiter forschen. Your Majesty, a new building is complete. Da unten kommen Gorgonen, aber jede Menge. Majesty, the local blacksmith offers new services. Sovereign, your marketplace now serves you better. Locken wir mal die Helden in die Richtung, wegen den Gorgonen. Victory is not in the cards. My
Majesty! The local blacksmith offers new services! Ich muss immer gucken, meine Helden zusammenzuhalten. Your trading post now offers healing potions. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. In the name of the sovereign. More gold, Your Majesty. Sosivar! Your Majesty! Lunariatus! So, Magic Bazaar könnte theoretisch ausgebaut werden, aber ich baue die erstmal meinen Marktplatz aus. In the name of the sovereign! Abderazak! Okay, da hat einer die Hydra, die Medusa bekehrt. Das ist gut. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, a building has been upgraded. So, eine Kutsche ist unterwegs mit Gold. Rufen wir mal den Market Day hier oben aus. Also sie können sich auch hier unten die Potions kaufen. We've improved the guardhouse. Ja, jetzt müssen sie langsam exploren, während ich gucken muss, dass ich wieder an Geld komme. Majesty. A newly discovered outpost has agreed to join your kingdom. Sovereign, a building has been upgraded. Okay, jetzt habe ich zur Not ein Sorcerer's Abode. So, hier beim Sewer Entrance ein Guardhaus hinsetzen. An ill wind blows near. Lunariatus. Und zur Not muss ich bei einzelnen Helden halt Change of Heart anwenden, damit sie sich zurückziehen. Oh, das ist langsam Geld. Oh, das sind Minotauren. Your Majesty, a new building is complete. Give me speed, Lunord. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht gerade eben irgendwie gelöscht, oder? Nö. Three cheers for Pervis. Mist, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, we've improved the guardhouse. Das ist nicht hilfreich. Run. Das heißt, ich kann eigentlich gleich neu starten, nachdem jetzt unsere Kultistin gestorben ist. Makes me strong. Now beast approaches. Dafür kommt Geld rein.
Und sie hauen meine Boot kaputt. Okay. Das ist schon mal ein weiterer Grund, warum ich neu anfangen muss. Sovereign, your mo- Also Neustart. Lunard hides our feet in the winds. Three cheers for Vavis! Beast approaches.